Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Rubrik Kurz gesappt. Hier möchten wir Themen ansprechen, die euch interessieren, das heißt kurze Themen, ganz kurz erklärt. Heute soll es um das Aufpumpen mit diesen Pumpen gehen und natürlich um das Ventil bei Icehubs. Icehubs sind ja aufblasbare Stand-Up-Paddling-Boards. Viel Spaß! Hier seht ihr das klassische Ventil von einem Icehub, das findet sich meistens am Heck des Boards. Die Ventilklappe ist meist mit so einem kleinen Band gesichert, damit das nicht verloren geht, wenn ihr das Board aufpumpt. Das Ventil ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Im Grunde gibt es zwei unterschiedliche Ventilpositionen, einmal die geöffnete und einmal die geschlossene Stellung. Die geöffnete Stellung ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das ist einfach, wenn dieser kleine Ventilkopf oder dieses kleine Plastikstück nach innen gedrückt ist. Hier in der Mitte ist so eine Feder. Und wenn die Feder nach innen zeigt, also wenn die Feder heruntergedrückt ist, dann ist das Ventil geöffnet. Und wenn die Feder nach außen zeigt, also der Stift, der hier in der Mitte ist, nach außen zeigt, dann ist das Ventil geschlossen. Fürs Aufpumpen muss dieser kleine Stift nach außen zeigen. Ansonsten würde die Luft wieder nach außen strömen, wenn ihr das Board denn aufgepumpt habt und den Pumpschlauch abzieht. Jetzt erkläre ich euch noch einmal ganz schnell die Pumpe. So sieht im Grunde eine klassische Pumpe aus, welche ihr mit eurem Icehub geliefert bekommt. Die hat meist zwei Ausgänge. Einmal, um die Luft herauszupumpen aus dem Board und einmal, um die Luft quasi aus der Pumpe in das Board hineinzupumpen. Hier oben ist meist sogar so ein Druckmesser mit aufgezeichnet. Der maximale Druck bei Icehubs beträgt in der Regel 15 PSI, das heißt 1 Bar. Das könnt ihr hier meist perfekt ablesen. Dann befindet sich hier diese Anzeige im grünen Bereich. Bei diesen Pumpen handelt es sich in der Regel auch um Doppelhubpumpen. Das heißt, dass beim Hochziehen und Runterdrücken Luft aus der Pumpe herausgepumpt wird und in das Board gepumpt wird. Das kann am Ende ziemlich anstrengend werden, wenn ihr das Board aufpumpt. Deshalb empfehle ich immer am Anfang bis 0,5 Bar ungefähr mit Doppelhub zu arbeiten. Und wenn es dann zu anstrengend wird, dann auf Singlehub umzuswitchen, dass wenn ihr die Pumpe runterdrückt, sozusagen die Luft aus der Pumpe geht und ihr die dann ganz entspannt wieder hochziehen könnt und das Board aufpumpen könnt. So, hier seht ihr jetzt einmal das Ventil, wie gesagt, geöffnete Stellung. Den Schlauch könnt ihr ganz einfach anschließen, einfach mit einer Drehbewegung anschließen und dann kann es losgehen mit dem Aufpumpen. Aufpumpen ist anstrengend, bin richtig aus der Puste. Hier seht ihr es jetzt, 15 PSI, der empfohlene Druck ist jetzt drauf. Jetzt ziehen wir den Schlauch noch ab und dann ist das Ganze fertig. So, hier haben wir jetzt das Ventil, das Ganze ist aufgepumpt. Jetzt müsst ihr einfach noch den Schlauch abziehen. Das Abziehen solltet ihr schnell machen, damit dieser Stift nicht wieder aus Versehen nach unten gedrückt wird beim Abziehen. Einfach schnell abziehen. Dann seht ihr schon, strömt keine Luft nach außen. Macht ihr noch die Ventilklappe drauf und fertig ist das Board aufgepumpt. So, das war's jetzt von der ersten Ausgabe kurz gesappt zum Ventil und zum Aufpumpen vom Icehub. Jetzt geht es mit dem Board raus aufs Wasser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt wie immer einen Daumen nach oben oder abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Wenn ihr weitere Ideen für kurz gesappt Videos habt, dann schreibt die gerne unter dieses Video in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!